Wie macht der Flamingo? Hallo und herzlich willkommen, Leute, zum Part 2 von The Division. Der Bug ist real. Fucking realer Bug. Ohne Witz. Ich habe das im Internet gegoogelt mit dem Laptop und das ist wirklich so, dass das bei 90% der Leute auftritt. Ab und zu ist sogar die Menge, die vor dem Laptop steht, wir hatten da ja 5, 6, 7 Personen, zu voll, als dass man da überhaupt hinkommt. Ja, also richtig beschissen gemacht von Ubisoft, dass so ein Bug jetzt noch im Spiel drin ist. Ich meine, das Spiel ist jetzt schon 2 Tage alt fast, in manchen Regionen. Und da könnten sie wirklich mal schnell einen Hotfix rausschmeißen und sagen, ja mal, wir machen das schnell, wir fixen das schnell. Anscheinend hat oft geholfen, sich auszuloggen, das heißt Optionen drücken, dann Dreieck für ausloggen und bestätigen und dann wieder einzuloggen. Ich habe das jetzt mal gemacht und dann kommt man anscheinend... Genau, dann kommt man... Complete your activation at the terminal to enable Directive 51 operational status and equipment. Dann kommt man da anscheinend vorbei. Identity confirmed. Ja, prima. Identity confirmed. Sehr gut. Das heißt, wenn ihr den Bug auch haben solltet, dann... Thank God you're here, Agent. Ja? I've never seen Brooklyn like this. We're barely hanging on. Okay. Ja, meinetwegen. Okay. Genau, das heißt, ihr geht am besten, wenn ihr das wirklich auch haben solltet, was wirklich ein Beschiss ist, geht ihr am besten... Wie komme ich jetzt hier wieder drüber? Isaac can intercept transmissions from locations on the map, so you can get a little more intel on what you're getting into. Moment. Search for food supplies, okay. Riders took the weekly food supply from the Brooklyn Heights Distribution Center. They try and sell it back to all the starving people. Machen wir. Plain and simple profiteering on the backs of people who are suffering. Get that food back. Okay, secure the area. Das heißt, wenn ihr den Bug auch haben solltet, um jetzt endlich mal hier... Oh Gott, da ist noch einer. Das ist ein guter gewesen, okay. Ach so. Holz... Search. Das machen wir. Ja, wenn ihr den Bug auch haben solltet, damit ich heute nochmal mit meinem Satz fertig komme, dann geht einfach ausloggen, Optionen und jetzt Dreieck drücken. Ich mache das jetzt nicht und dann X natürlich und dann loggt ihr euch zurück ein. Das heißt, dann startet ihr das Spiel neu. Also müsste das funktionieren. Hier auch noch durchsuchen. Ist auf jeden Fall eine tolle Gegend hier. Mag ich. When in cover, aim the camera at another cover and hold X. Ah, okay, das ist geil. Das gefällt mir. Wenn wir hier in Cover sind. Oh, hier können wir gar nicht covern. Pass auf, hier. Ich zeige euch das mal kurz. Das ist nice. Das sind coole Sachen. Kann ich at another cover aimen? Pass auf, so. Dann hier. Oh Gott, warte. Warte doch eine Sekunde. Okay, schaut ein bisschen beschissen aus. Ja. Wir müssen jetzt den einen Track-in-Baking da folgen. Und wir schauen uns das einfach mal an, was uns hier erwartet. Was ist das für ein Typ? Ist der gut? Der ist gut. Approaching marked location. Nicht gut. I'm telling you. Töten, töten. Oh, cover me, cover me, cover me. Oh Gott, das will. Wer soll mich denn covern eigentlich auch, ne? Na, okay. Nevertheless, kann ich die nicht ausrauben? Menschenskinder, das ist immer das Schönste. Hier geht gar nichts zum Rauben, ne? Mark. Morning. Hostile forces approaching. Okay, 3 Hostile Forces. Alles klar. Läuft bei euch. Oder auch nicht mehr. Oder auch überhaupt nicht mehr. Eine Sekunde. Das ist natürlich geil, dass dir die Hitzesignaturen anzeigt. Zack, Junge. Easy. Prima. Area secured. Letzten Supplies noch finden. Habt ihr hier automatisch die Scheiße auf? Oder was ist hier los? Ist gemarkt. Sehr schön. 35 Credits, Side Mission completed. Alles klar, perfekt. Protective Pads. Loot Item. X. Loot All. Warte mal.
ich auch noch all looten? Ah, habe ich schon. Okay. Prima. Jetzt habe ich anscheinend irgendwas gelootet. Ich habe noch keine Ahnung, was ich überhaupt machen kann. Aber können wir uns ja mal anschauen. Inventory. Okay. Das ist unser Charakter. Das sind unsere sekundären Munition, irgendwas. Ah, cool. Hier kann ich also... Okay. Nice. Und hier habe ich jetzt zwei neue Sachen bekommen. Und zwar einmal Armor 2 und einmal Beinschienen. Level 1. Okay, das heißt, die geben 10 Armor und die geben nur 1 Armor. Prima. DPS Damage per Second. Ja, geil. Was ist das hier? Compare. Okay, das heißt, das ist viel besser, weil das hat 10 Armor. Okay, nehmen wir das doch. Achso, das habe ich noch gar nicht ausgerüstet gehabt. Oh, lol. Okay. Moment mal, aber hier hatte ich das schon ausgerüstet. Das hier, die Beinschienen? Nee, noch nicht. Okay. Prima, sehr gut. Ein bisschen bessere Sachen jetzt bekommen. Unlock at Level 4, meinetwegen. Okay, was wir uns auch noch anschauen können, ist natürlich die Abilities. Skill Available, genau. Hier ist der Skill Tree, der ganz normale. Das heißt, ich kann jetzt hier irgendwo Talente und Perks dann unlocken. Aber erstmal Skills. Was nehmen wir hier, ist die Frage. Technik, Sticky Bomb, Ballistic Shield oder Medical Pulse? Zadorik Pulse und Marks Hostiles and Allies through Walls and Covers. Fire is a bomb that sticks to most surfaces and exploded. Das machen wir doch. R1, prima. Ja, was ich auch noch machen werde, ist ganz schnell mal die Settings ändern. Und zwar, dass ich hier meine... Kann ich denn das machen hier? Controls, ja. Button Layout. Southpaw. Legacy. Aim Weapon, nee, das ist das Falsche. Legacy Southpaw. Ist das Southpaw? Fire Weapon, nee. Ich möchte gerne mit R1 feiern. Aber geht anscheinend nicht. Alles klar, läuft bei euch. Okay, dann machen wir, dann lassen wir das auf Default. Das ist schade. Aim Settings, press to sprint. Move around cover corner with button press. Ja, das ist wirklich schade. Das finde ich sehr schade. Weil ich gerne einer bin, der gerne mit oben zielt, ne? Das finde ich wirklich ein bisschen traurig. Aber macht ja nichts. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir hier mit L2 und R2 schießen. Zielen. Und jetzt müssen wir eine Mission selecten. Das heißt, wir gehen erstmal hier in das Tab rein. Schauen uns an, was wir machen können. Side Mission. Das ist noch eine Side Mission, okay. Machen wir erstmal hier eine nach der anderen. Wunderbar. We've gotten word of a hostage situation at a bank. Looks like you'll have to go through the subway tunnel to access the building. We need you to move in and minimize the damage. Ja, okay, machen wir. Okay, das heißt, irgendwo auf irgendeiner Bank ist irgendwas los. Wir gehen einfach mal rein und minimieren den Schaden. Ja, minimize the damage. Und ich hoffe, dass wir so irgendwann irgendwie wieder New York frei bekommen. Das wäre ja im Prinzip unser Ziel, ne? Rescue Civilians muss ich auch noch machen. Okay, die werden da wahrscheinlich auch noch drin sitzen. Ja, alles klar. Hier bin ich doch gestartet, wa? Ja, hier ist meine... Kann ich hier restocken? Ja, wunderbar. Ah, das sind so die kleinen, feinen Schliffs, ne? Die muss man natürlich wissen. Das macht nur Spaß. Hier rein? Ja, das ist geil. Ich weiß nicht, dass hier irgendwas liegen gelassen hat. Schaut nämlich sehr ausgeraubt aus. Haben sogar die Preisschilder teilweise mitgenommen. Okay. Aber es ist halt eben nur ein Geschäft von 50.000... wo man dann wirklich auch rein kann, ne? Ein bisschen schade, aber macht ja nichts. Wir sind da. Access the Tunnels. Oh, das ist eine Mission. Kenne ich, glaube ich, aus dem Trailer. Ja, hier, die Brücke. Klar, die kennen wir doch alle. Da sind die Leute hier reingegangen, ne? Die haben sich dann hier irgendwas gegönnt. Die Mission in den Trailern, die ist mir auch schon aufgefallen mit diesen Tunneln. Okay, cool. Gehen wir rein. Geile Zeichnung da oben, übrigens richtig geiles Graffiti. Ich frage mich, wie die das gemacht haben. Vielleicht mit der kleinen Hebebühne da. Obwohl die ja lange nicht so weit rauf geht. Aber macht ja nichts. Okay. So. Access the Tunnels. Hm.
Okay, und drin hier. Ist ihn stickig? Rescue Civilians, okay. Das heißt, ich gehe jetzt zur Bank über unterirdische Tunnel. Ja, rauf hier. Wir schauen uns das mal an, das Ganze. Ist hier noch irgendwas, was wir mitnehmen könnten? Nee, nukleare Sprengköpfe sind nirgendwo versteckt. Schade. Schade eigentlich. Auf hier. Warning. Hostile presence detected. That's what I'm talking about. Sind die jetzt tot? Nee. Interessiert die gar nicht, wa? Immer? Der ist tot? Da renn du nur raus, wie ein Irrer. Meine Fresse, die sind aber auch intelligent, ne? Oh geil, das zeigst du sogar an die Stellen. Habt ihr das gesehen? Die ganzen roten Punkte waren alle schon Stellen, die ich schon getroffen habe. Das ist natürlich geil. Rescue the hostages. Ich glaube, ich kann hier plündern. Mine, take all. Protective Gloves, geile Sache. Das mag ich, das liebe ich an solchen Spielen, ne? Sich dann vor. Ist hier noch was drin? Achso, ne, please let me out, schreien die ganze Zeit. Ja, ja. Ist kein Stress hier. Jetzt keine Hektik. Aber. Lass mich hier in Ruhe spielen, okay? Darauf habe ich gewartet. Das mag ich, ne? Wenn man sich dann so durchpirschen kann, dann Sachen mitnehmen kann. Habe ich da jetzt schon voll. Achso, das sind Medizin, ne? Ja, die habe ich bisher natürlich noch nicht gebraucht. Weil ich, natürlich, nicht mich so oft heilen muss. Klare Sache. Nice work shutting that down, Agent. Ja, bitte gerne. Kein Ding für den King. Loot all. Level 2. Nice. So, jetzt kommen wir, Jungs. Wir gehen. Wir gehen jetzt. Kennt ihr das von Mario Barth? Das ist cool. Das ist richtig geil. Erzählt er, ja, Frau und ich waren letztens auf der Party. Und es war richtig, richtig geil. Und ihr hattet am Tequila saufen wie Sau. Und halt richtig lässig. Und irgendwann flüstert sie mir dann sanft ins Ohr, dass sie jetzt gerne gehen möchte. Wir gehen jetzt! Das ist richtig geil. Flüstert sie mir sanft ins Ohr. Ja, richtig lässig. Wie komme ich nie raus? Muss ich wieder zurückgehen? Wahrscheinlich, ne? Das ist schade. Ich dachte, da gibt es jetzt hier so einen Weg, wie ich schneller rauskommen könnte. Sind das hier vielleicht? Achso, das sind meine, wa? Okay, ne, dann gehen wir hier rein. Ja, sehr gut. Wunderschön. Okay. Gibt's bestimmt irgendeinen Weg, wie man da schneller rauskommt. Bin ich mir fast sicher. Wir müssen jetzt allerdings eine Mission selecten. Und zwar nehmen wir die hier, die Side-Mission, die letzte noch übrig bleibende. Was können wir dann hier machen? Safe. Ja, okay. Es geht um Drogen. Wer hat das erwartet? Wer hat das anders erwartet? Sagen wir so. Es geht um Drogen, und zwar um Morphin. Morphin heißt es, ne? Morphin. Okay. Ja, es geht um, haben wir jetzt gesagt? Morphium. Morphium kann man sagen. Morphium heißt die Scheiße. Ja. Und, sie haben gesagt, die Leute, die das, die jetzt auf dem Zeug sitzen, die, wollen das wahrscheinlich verkaufen. Und, oh Gott. Da wollte ich gar nicht vorlaufen. Oh Gott. Shut that door, okay? Wie wir treffen würden auch noch, ne? Das wäre viel geiler. Weil der hat schon ordentliche Hitmarker eingefangen. Area secured. Hostiles neutralized. Alles klar. Können wir den hier noch ausrauben? Das marken wir erstmal, okay. Prima. Confirm, danke, vielen Dank. Bitte sehr, kein Ding. Wo war der andere Tote? Hallo. Hab ich ja nicht wieder Granaten? Ah, das funktioniert doch nicht. Man kann ja anscheinend nicht hier Autos zum Explodieren bringen.